Maybe if I change the way I love it. Zurück bei den Wolfs und ich mache gerade Frühstück. Wir haben beide heute etwas länger geschlafen. Wir haben einen Sandwichmaker. Der Tobi isst gerade ein Sandwich mit Fleisch, also mit Putenbrust und Käse. Und da hinten mache ich mir meins gerade fertig. Ich muss heute auf jeden Fall hier aufräumen. Ich habe noch zwei Paprikas gefüllt, also Antipasti, ein bisschen Käse und ich mache mir noch dazu zwei Dinger mit Käse. Zwei Sandwiches mit Käse. Ja, das ist mein Frühstück. Also, beziehungsweise eins, aber es sind ja dann zwei. So sieht das dann aus. Richtig lecker. So, ich war duschen, Leute. Ich komme heute echt nicht aus dem Quark irgendwie. Egal, ich mache jetzt das Bett fertig und werde die Sachen jetzt, die hier liegen, in meinen Koffer packen. Und dann habe ich das schon mal gemacht. Dann werde ich noch meinen Handgepäckskoffer, beziehungsweise meinen Rucksack packen. Und dann den Rest von der Wohnung machen. Heute ist ja so ein bisschen Cleaning Day, sage ich mal. Ich muss ein bisschen aufräumen, will alles vorbereiten halt für die Woche, wenn wir dann wieder da sind. Also dass dann halt alles frisch bezogen ist, Bett frisch bezogen ist, die Wohnung sauber ist und. Ja, genau, das ist geplant. Tim und Anna kommen gleich noch vorbei. Also ja, wir haben uns jetzt 4 Tage hintereinander gesehen. Aber es passt irgendwie. Das ist unfassbar krass. Das habe ich echt sehr selten gehabt in meinem Leben, dass es mit einer Person von Anhieb oder zwei Personen in dem Fall auf Anhieb so stimmt, als ob man sich jahrelang kennt und es ist einfach unglaublich und wir sind so hart auf einer Wellenlänge und ja, wir freuen uns halt mega darüber und ja, ich glaube, das sieht man daran, dass wir uns jetzt seit 4 Tagen jeden Tag gesehen haben. Ja, dann wird das Ganze aber erstmal enden für eine Woche auf jeden Fall, weil wir ja dann weg sind. Und danach gucken wir mal. Nina ist ja derzeit auch auf Bali und alles. Und die vermisse ich auch gerade schon so richtig. Aber ich habe unseren Urlaub gut mit Ninas Urlaub auch getimt, weil sie kommt, glaube ich, 3 Tage später wieder als wir oder 4 Tage später. Das heißt, die habe ich dann auch wieder übernächste Woche zurück. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, jetzt gerade habe ich schon mal so ein bisschen mich fresh gemacht. Ich habe die Haare gewaschen, packe jetzt noch mein Schminkzeug und ein bisschen Beautyzeug auch noch zusammen. Das muss ich auch noch machen. Ja, wie gesagt, Wäsche aufräumen, Anna und Tim kommen dann, machen wir noch ein Chilling. Und heute Nacht geht es sogar schon um 4 Uhr morgens los. Da kommen meine Mama und Tobis Mama hier hin und um 4.15 Uhr kommt das Taxi. Weil, Problem ist, wir kriegen die ganzen Koffer. Jeder von uns hat halt einen großen Koffer, also so einen. Also einen riesengroßen Koffer. Dazu dann noch einen Handgepäckskoffer, in meinem Fall halt Rucksack und noch eine Handtasche. Also, ja. Ne? Ist einiges und es passt tatsächlich nicht in die Autos rein und also in kein Auto, weder das von meiner Mama, von Corinna, von mir, also meins ist ja eh leider nicht da, aber es hätte auch nicht reingepasst, oder von Tobi. Und jetzt haben wir gesagt, ein Großraumtaxi nehmen wir uns, zumal auch wirklich es immer ziemlich teuer ist, am Flughafen sein Auto stehen zu lassen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber gut, kann man jetzt nicht machen. Man hätte jetzt auch sagen können, wir fahren mit dem Zug oder mit der Bahn, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich jetzt mit Tobi alleine gefahren wäre. Nee, eigentlich nicht, weil dann hätte ja alles ins Auto gepasst. Aber ja, muss jetzt nicht sein, dass meine Mama und die Corinna jetzt da mit dem Zug und keine Ahnung was, zumal die Corinna auch noch eine OP hatte vor 2 Wochen. Die kann da eh nicht so ziehen, die Koffer und alles. Und das ist schon angenehmer, wenn das dann so einfach jetzt mal passiert. Ja, das Taxi habe ich auch schon bestellt und ja, es ist alles geplant. Und dann geht's morgen nach Marbella und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr und ich glaube, man merkt einfach mittlerweile, auch ihr schreibt mir auf Instagram so viele Nachrichten. Ich bin einfach wieder, also ich war, glaube ich, das letzte Mal wieder so hier oben. Also mit meiner Laune, mit meinen Gefühlen, mit meinem ganzen alles, mit meiner Seele, mit allem einfach. So motiviert, ich bin so glücklich im Moment und ich liebe gerade im Moment mein Leben so unendlich doll wieder und ich bin so happy, ich bin einfach so positiv, keine Ahnung, egal was ist, egal was scheiße gerade läuft, egal wenn auch nur irgendwas scheiße läuft, es ist mir eigentlich nicht egal, aber
es bringt mich nicht dazu, schlecht gelaunt zu sein. So, Leute, lang genug gequasselt. Ich mache jetzt mal, ich ziehe mich erst an und dann mache ich das Bett. Tada! This is my outfit of the day. Nee, ja, irgendwie, es sitzt nicht ganz so gut, aber egal. Was gut ist, ist, dass dieses, hier ist es irgendwie, das lappt sich hier total komisch. Sorry. Irgendwie, das sieht aus so... Ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich irgendwann einen Babybauch habe, dann sieht das ganz süß aus. Aber jetzt gerade ist das irgendwie ein bisschen komisch, das Kleid. Egal. Muss jetzt auch nicht gut aussehen. Wir sind ja hier jetzt gerade nicht auf einer Modenschau. Aber ich brauche was, damit ich jetzt mein Bett machen kann und ich ein bisschen angezogen bin. Deswegen habe ich das jetzt mal angezogen. Ist bequem. Wie gesagt, muss heute auch nicht übertrieben schick aussehen. Ja, ich mache jetzt mal das Bett. Also, wir schauen gerade, das, ja, aber so richtig, also, Summerhouse, Summerhouse, und zwar das Come Together, genau. Und wir haben uns gerade Pizza bestellt bei Domino's und, ja, die zwei seht ihr auch nur noch bei uns eigentlich. Ja, genau, Folge 4. Sag mal, wollen wir nicht einfach gemeinsam ein Haus bauen? Ja, nicht so. Warum? Was soll das so? Kriegen wir schon hin. Dann müssen wir noch mal über ein Parkett reden. Ne? Oben Anna und unten wir oder andersrum, ist egal, kriegen wir schon hin. So, auf jeden Fall gibt's jetzt hier leckere Pizza und ja, wir schauen uns jetzt noch das da an. Ja, ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Sommerhaus geguckt habt. Ja. Guten Appetit. So, wir haben gerade Besuch bekommen und zwar von einer Hornisse. Ich habe so Angst, meine Hand an das Blatt Papier zu tun. Nein, das ist gar kein Problem. Warte, hier, ich mach das mal. Lass mich das mal machen. Lass mich das mal machen. So, ich hab das Glas, so. Alles gut. So, jetzt gehst du mal weg. Es ist ohne Scheiß, Leute, es ist eine Hornisse. Die ist so riesig. Okay, warte, ich mach dir kurz das Licht an dem Balkon. Alter, wir haben eben noch drüber gesprochen. Ja, bitte tu mir den Gefallen und mach dir jetzt nicht, stolper nicht. Ja. Leg das Glas einfach auf das Ding drauf und dann machst du auf. Ist auf. Okay. So, jetzt kannst du rausgehen. Alter, Leute. Seht ihr die? Guckt euch das mal bitte an. Ja, jetzt ist er draußen. Wie groß. Alter. Alter, eine Hornisse ist kein Spaß. Nee. Ja, also haben wir gerettet. So, und Tim und Anna sind mittlerweile auch weg. Ja, wir machen jetzt noch den Rest fertig. Laptop wird noch eingepackt. Fernseher läuft noch im Hintergrund. Ich habe gerade Sprudelwasser getrunken. Boah, ich hasse Sprudelwasser. Ist echt ätzend immer, weil ich jedes Mal so nur am Rülpsen bin. Genau. Ja, und dann geht es in 5 Stunden zum Flughafen. Ich bin im Schlafanzug, der zerknittert ist wie, es gibt keinen Morgen mehr. Also es ist echt krass, aber egal, ist nur zum Schlafen. Und ja, ich habe jetzt eben meine Haare noch gewaschen gehabt und alles. Habe die jetzt ein bisschen angeföhnt und den Rest Luft trocknen lassen. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch ins Bettchen. Und zwar auf die Couch, weil ich habe eben total vergessen, dass ich eigentlich noch die Wäsche unten in die Waschmaschine packen wollte.
Und jetzt habe ich das erst vor einer Stunde gemacht, habe die jetzt rausgeholt und konnte die jetzt erst in den Trockner schmeißen. Heißt, ich werde jetzt nicht noch 2 Stunden wach bleiben oder 1,5 Stunden, bis der Trockner fertig ist. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich lasse jetzt drin. Tobi und ich schlafen jetzt die 3 Stunden auf der Couch. Ich glaube, Tobi wird tatsächlich gar nicht schlafen, so wie ich ihn kenne, weil der zockt nämlich gerade noch. Aber ich muss schlafen, sonst bin ich morgen so kaputt. Bevor ich mich jetzt allerdings bei euch verabschiede, wollte ich euch noch ganz kurz ein kleines Update geben, und zwar zum Haus. Und zwar sieht es im Moment so aus: Wir haben jetzt unsere Baugenehmigung bekommen. Also wir haben ja alles eingereicht und jetzt haben wir auch den Anruf bekommen. Das hattet ihr ja, glaube ich, vor 2 Tagen gesehen. Oder vor 2 Tagen? Ja, ich glaube, vor 2 Tagen habt ihr es gesehen, genau. Und ja, also bei uns sieht es halt so im Moment aus, weshalb es sich so lang zieht. Das liegt nicht an uns tatsächlich. Wir haben das Grundstück ja jetzt schon ein paar Monate gekauft. Das liegt einfach daran, dass der Grundbucheintrag noch nicht stattgefunden hat. Jetzt haben wir halt die Baugenehmigung bekommen und alles ist jetzt soweit durch. Und wir haben jetzt eine Vormerkung drin, dass dieses Grundstück halt uns gehört. Und jetzt haben wir aber diesen Vormerk und alles ist durchgegangen. Heißt, es ist in Ordnung, also wir können jetzt loslegen. Und tatsächlich werden wir auch nach dem Urlaub sofort gucken, dass wir uns dran machen. Und dann wird erstmal die Bodenplatte gesetzt. Und ja, wir sind jetzt gerade an der Gartenplanung, weil wir wollen auch direkt gucken, dass, wenn halt alles so gemacht wird und der Boden und alles für die Rigole und sowas ausgehoben wird, sind wir halt die ganze Zeit im Überlegen, weil ich persönlich hätte voll gerne einen Pool. So, jetzt kommt's. Jetzt könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr Team Pool seid oder Team Jacuzzi. Jawohl, dankeschön. Und zwar, ich hätte voll gern einen Pool, Tobi hätte voll gern einen Jacuzzi. Ich finde einen Pool sinnvoller, weiß auch, dass es aber viel mehr Arbeit ist als ein Jacuzzi. Tobi sagt, er findet einen Jacuzzi auch einfach cooler, man kann drin chillen und sowas. Aber ich finde halt, es ist so schön, wenn man so morgens aufsteht, im Sommer jetzt auf jeden Fall, und es ist ein bisschen wärmer und man kann Bahnen schwimmen, sowas halt. Das finde ich halt einfach voll schön. Keine Ahnung, also wir müssen jetzt halt uns das auch langsam überlegen. Dazu machen wir uns jetzt auch im Urlaub ein bisschen Gedanken, weil wenn wir halt die Rigole und sowas alles dafür ausheben, dann werden wir auch direkt schon mal alles für den Pool ausheben. Und das ist halt, ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Ich habe das Gefühl, es geht aber auf einen Jacuzzi, den wir verkleiden wollen, dann mit Holz. Das finde ich an sich auch richtig hübsch, aber mir geht es um diesen Punkt Schwimmen. Das ist es halt. Tobi sagt halt, ja, dann gehst du halt ins Schwimmbad um die Ecke oder so. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da ein Schwimmbad überhaupt um die Ecke haben, aber egal. Okay, jetzt müssten wir halt einfach mal schauen. Also schreibt jetzt einfach mal Interesse halber rein, ob ihr Team Pool seid oder Team Jacuzzi. So, und jetzt ist es halt so. Das ist alles durchgegangen, heißt, wir können jetzt anfangen und wir haben ja jetzt schon vorgestern auch mal geschaut, wegen Böden und sowas. Ich zeige euch gerne auch mal jetzt in den nächsten Tagen, was wir uns so ein bisschen vorgestellt haben zum Thema Einrichtung, welchen Look wir da wirklich genau wollen, was so unser Konzept ist und wie wir wo was gerne hinstellen möchten, wie nochmal die Raumaufteilung ist und alles so ganz genau. Und dann geht es ja auch schon zur Musterung, auch so wie es aussieht, noch im September. Eventuell aber auch erst Oktober, weil wir müssen gucken, wie wir das terminlich gezeigt bekommen. Ja, und da geht's schon los, Leute. Dann ist schon wieder fast Jahresende. Also wir haben jetzt September, Leute. In 4 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Das ist schon krass. Jetzt sage ich aber endgültig gute Nacht. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, wir würden uns freuen. Lasst gerne einen Daumen oben da. Schreibt gerne einen Kommentar. Es ist leider immer so, man muss es manchmal so ein bisschen euch dran erinnern, weil auch mir passiert ist, wenn ich meine YouTuber gucke, die ich gerne halt mal so schaue, dann ist das halt manchmal ein bisschen so, dass man das vergisst, einen Kommentar zu schreiben und dann einen Daumen nach oben da lässt. Aber für uns YouTuber ist das schon auf jeden Fall was wert und wir freuen uns da immer drüber. Also gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Ist alles halb so wild. Ja, wir freuen uns und ich sage jetzt gute Nacht und bis morgen oder beziehungsweise bis in ein paar Stunden. Ciao!